Sie kennen die Geschichte LibreOffice, Apache OpenOffice, OpenOffice.org. Wir versuchen mal in das Wespennest zu stechen und schauen, was passiert. Nein, also die Idee ist jetzt in diesem nächsten Vortrag das Thema LibreOffice versus Apache OpenOffice ein paar Gedanken Ihnen mitzugeben, dass man dort eben möglichst faktenbasiert Unterschiede und natürlich auch Gemeinsamkeiten aufzeigen kann. Es ist mir eine große Ehre, auch das Referat zusammen mit Wolfgang Straub zu führen. Mit ihm bin ich viel unterwegs, wenn es um IT-Recht und eben Open Source insbesondere geht, auch öffentliches Recht. Wolfgang Straub ist Partner einer Kanzlei in Bern, hat promoviert und ist jetzt ausschließlich im IT-Recht und öffentlichen Beschaffungswesen tätig. Also von dem her eigentlich optimal für diese Session, wo wir viele Behörden auch anwesend haben. Er vertritt die Kunden in IT-Fragen und bei IT-Beschaffung, hat selber ein Buch geschrieben über Software-Schutz und hat darin ein großes Kapitel über Open-Source-Software verfasst. Und dieses Kapitel hat er gerade vor etwa 2 Monaten veröffentlicht, eben als frei verfügbarer Teil, wo man sich das lesen kann, auf opensource.ch. Außerdem hat er die GPL und LGPL und AGPL Lizenzen übertragen ins schweizerischen Rechtswortschatz und hat sich sogar noch heute Morgen mit der Apache Software License befasst und auch diese übersetzt. Und das ist noch extrem noch spannend. Er hat mir mal so verraten, eben für ihn ist es wichtig, dass man wirklich diese Lizenztexte genau liest und den am besten sogar übersetzt, damit man wirklich versteht, was ist gemeint. Und das, denke ich, ist wirklich genial, dass du da diese Zeit investierst für die Arbeit. Von dem her, es gibt einen kleinen Teil von mir bei diesem Vortrag, aber das Spannende wird dann vor allem bei Wolfgang sein. Gut, starten wir doch mal mit unserem Vortrag. Wir haben uns gedacht, ganz kurz, historisch braucht es vielleicht noch den einen oder anderen Hinweis. Ich denke, das ist spannend. Dann die klassische Copyleft versus Copyright-Diskussion, dass man da nochmal auf dem gleichen Wissensstand ist. Dann das Apache OpenOffice-Lizenzmodell. Und natürlich auch das LibreOffice-Lizenzmodell etwas genauer spezifiziert. Und das wäre so quasi unser Programm. Okay, nun die Geschichte OpenOffice und LibreOffice, das ist, denke ich, ist wichtig, ein bisschen zu verstehen grundsätzlich, wie funktioniert Open-Source-Software. Und ich habe mir erlaubt, einen kleinen Screenshot aus meiner Doktorarbeit einzubauen. Wir haben damals aufgezeigt, wie sich Open-Source-Software quasi unter der Kühlhaube aussieht. Wenn man das Auto, die Kühlhaube öffnet, sieht man ja auch ganz viele Kabel und Schläuche und Knöpfe und Schrauben. Und das ist eigentlich auch sowas. Das ist ein kleiner... Das ist nicht mehr so schlimm. Ja, genau. Die Kabel. Wenn man bei Open-Source sich den Firefox mal anschaut, aus wie vielen Komponenten der besteht, und eben diese ganzen Dependencies mal visualisiert, diese Package Dependencies innerhalb einem Linux Debian, kommt man zu einem solchen Ausschnitt. Die Grafik ist noch viel größer, das ist nur ein kleiner Ausschnitt. Und zeigt eigentlich diese Komplexität einerseits, aber eben auch diese Modularität. Dass eine Software wie auch LibreOffice oder OpenOffice, die bestehen aus ganz vielen Hunderten von kleinen Paketen, die eben benötigt werden, damit die Software funktioniert. Und jedes dieser Pakete steht unter einer Lizenz, nicht notwendigerweise der gleichen. Das werden wir noch sehen. Genau, das ist dann die spannende Zusammenhänge, sehen, wie diese Lizenzen aufeinander einwirken. Nun schauen wir uns OpenOffice, LibreOffice an. Das ist eine der verschiedenen Grafiken, die es gibt, wo das Historische aufzeigt. Wir haben sie aus Folien von IBM genommen. Historisch, wie gesagt, 1985 kann man da bis so lang zurückgehen, wo Star, die Firma Star Division hat Star Writer geschrieben und dann quasi längere Zeit in einem kleineren Umfeld betrieben und auch weiterentwickelt.
erst dann, als die Firma aufgekauft wurde, ums Jahr 2000 von Star, von Sun Microsystems, wurde daraus dann quasi dieses Star Office geboren und entsprechend veröffentlicht. Gleichzeitig eben auch diese Open-Source-Version, openoffice.org, OOO, das kann man sich gut merken, wurde veröffentlicht. Und da ging es in dem Sinn eigentlich los, dass mit dieser Open-Source-Version dann eben auch eine parallel dazu eine Star-Office-Version, eine proprietäre Version gestartet wurde. Ihr korrigiert mich, wenn ich falsch bin. Ich gehe davon aus, dass die Grafik stimmt. Parallel dazu wurde ein sogenannter OOO-Build entwickelt, der dann eben auch von der Firma SUSE Novell entwickelt wurde, eine Erweiterung von OpenOffice, wo eben verschiedene Zusatzfunktionalitäten enthalten hat. Gut, da sieht man eigentlich diese ganze Zeit. Was da noch dazu kam, war IBM. Die haben eben basierend auf OpenOffice einen weiteren Stream eröffnet und daraus eben letztlich diese Symfony gemacht, wo wir auch heute schon mal kurz angetönt hatten. Spannend wird es dann eben in den Ende der 2000er Jahre, wo sich einerseits mal Sun Microsystems verkauft wurde an Oracle und dabei gleichzeitig eben auch OpenOffice oder eben StarOffice in Oracle überging und seitdem natürlich eben dann eben Oracle OpenOffice hieß, also OOO mit drei großen O's. Und das war dann eben auch der Moment, wo es darum ging, ja, die LibreOffice-Community wurde gegründet, weil eben schon auch seit längerem ein Unbehagen war in der OpenOffice-Community. Und dazu wurde quasi auch dieses GoOO oder dieses OOO gebraucht. Genau, viele O's. Mit LibreOffice wurde damals gegründet, 2011 etwa, und hat sich eigentlich seitdem eben weiterentwickelt. Und gleichzeitig, parallel dazu, blieb OpenOffice bestehen, aber es wurde dann eben von Oracle nicht mehr weiterentwickelt, sondern es wurde entschieden, dass Oracle, weil sie eben wahrscheinlich auch das Gefühl hatten, es geht nicht mehr weiter mit der Community, wollten sie es quasi auch loswerden und haben dann so einen Schachzug gemacht, so einen Kunstgriff, um es quasi an die Apache Open, an die Apache Foundation übergeben können. Das sieht man quasi hier. Das ist nicht ganz richtig, es ist der 30.09.2010 gewesen. Okay, also ich denke eben die Daten einfach chronologisch zu sehen. Genau. Wichtig, ich denke hier ist vor allem bei den Farben ein bisschen, dass man sieht, wie sich das eben verhalten hat. Man hat hier einen bestimmten Source Code gehabt und hier und hat sich dann eben hat dann eben begonnen, eben auch in der LibreOffice Community Source Code von Apache OpenOffice zu übernehmen. Und das ist dann gleich das, was wir nachher sehen werden, was mit Lizenzen eben möglich ist. Ich glaube, du hast noch ein paar weitere Folien über die History. Genau. Gehen wir mal weiter. Man hat noch hier eine ein bisschen vereinfachtere Version aus einem Forschungspaper von Gamelius und Lundell. Und die haben diese zwei Communities sehr genau mal analysiert, haben hier nochmal diesen Zeitstrahl aufgezeichnet. Eben das wichtige Ding ist vor allem das OpenOffice, das quasi beendet wurde sozusagen mit dem Übergang von OpenOffice.org an die Apache Software Foundation und dann eben hier quasi Apache OpenOffice daraus wurde und etwas früher eben dazu die LibreOffice Community gegründet wurde durch das Document Foundation. Also das einfach so mal im Kurz zusammenfassen, die wichtigsten Meilensteine. Was ich sehr spannend finde, eben wenn man jetzt diese Communities vergleicht, was passiert bei einem solchen Fork, was ja stattfand. Also diese Community wurde aufgeteilt oder hat sich aufgeteilt. Und da denke ich, zeigt diese Grafik sehr gut, wo sind die einzelnen Leute hingegangen. Und man sieht, ursprünglich waren es quasi diese OpenOffice-Committers, die Leute, die zu OpenOffice dazu beitragen. Und man sieht quasi, von diesen 209 Committers sind
ein großer Teil, also 67 Kernentwickler, das sind die Leute, die wirklich auch substanziell mitgearbeitet haben, haben in die neue quasi LibreOffice-Community gewechselt. Also mit diesem Wechsel von mit diesem Fork ist eigentlich ein großer Teil der Community in die LibreOffice-Community gewechselt. Nur ein ganz kleiner Teil, eigentlich nur diese 8, sind dann jetzt sozusagen in die Apache OpenOffice Community gewechselt oder geblieben, je nachdem wie man es nimmt. Und es sind auch nicht die, die substanziell viel committed haben. Man sieht das an der Dunkelheit der Farben. Je dunkler, umso mehr Commits haben die einzelnen Leute erzielt. Also man kann eigentlich sagen, die große Masse an Entwicklern sind mit dem Wechsel, sind mit dem Fork eigentlich mitgegangen. Und das ist eigentlich die große Forschungsfrage. Wie teilt sich eine Community, wenn es einen Fork gibt? Gibt es einfach nur ein paar Abtrünnige, die da die Meuterei machen und wird die gleich wieder aussterben? Oder wechselt der Großteil der Community und dann und die wichtigen Leute und dann bedeutet das eben wahrscheinlich längerfristig, dass dieses Projekt mehr Fahrt hat. Das Paper selber geht noch in sehr viele Details rein. Man sieht dann wirklich noch die ganzen Statistiken und so, aber ich denke, diese Grafik ist schon ziemlich einleuchtend, wo man sieht, in welche Richtung das es geht. Wenn man das heute anschaut, da gibt es auf openhub.net eine Software von Black Duck. Die haben über eine halbe Million Open-Source-Projekte katalogisiert und überprüfen die quasi täglich, wer wie viele Commits macht. Da könnt ihr irgendwelche Softwarebegriffe Open-Source eingeben und findet dort Statistik. Das ist so, zum Beispiel spannend, um zu schauen, ob das Open-Source-Projekt einfach nur eine Ein-Mann-Show ist oder ob eben mehrere Leute dahinter stehen und eben wer trägt wie viel dazu bei. openhub.net, also es hieß früher olo.net, aber jetzt heißt es openhub. Und wenn man da jetzt eben diesen Vergleich zieht, nochmal einfach die letzten 12 Monate habe ich da genommen, man kann auch die letzten 30 Tage oder die letzte Zeit generell, sieht man, dass es auf LibreOffice-Seite rund 300 Leute hatte, die committed haben und contributed haben und bei der OpenOffice-Community bloß etwa 42. Auch die Anzahl der Commits ist deutlich höher auf dieser Seite, Anzahl der Dokumente, die verändert wurden und so weiter. Also ist eigentlich alles so fast Faktor 10 mal größer. Was ich noch gehört habe, eben, dass es kommt natürlich auch darauf an, was zählt man alles dazu in diese Repositories. Und das ist eben offenbar entscheidend, dass auf der LibreOffice-Seite wirklich ausschließlich der Core, die Software genommen wird und bei Apache OpenOffice zum Teil auch Teil der Website dazu gezählt werden. Ja, das ist reine Facts. Was man dann natürlich dahinter steht, heißt noch nicht, dass die Software stabiler oder schneller oder irgendwie schöner ist. Es ist einfach mal, wo läuft die Musik in der Community. Gut, ich denke, das ist so ein Einstieg gewesen und jetzt darf ich gerne Wolfgang ein bisschen übergeben. Bei der Vorbereitung der heutigen Veranstaltung haben wir uns überlegt, wie kommen eigentlich die Nutzungsrechte zu den Endnutzern in dieser Geschichte. Und ursprünglich haben die Contributors mit Sun oder später mit Oracle ein Contributor Agreement abgeschlossen. Und dieses hat sehr vollständige Rechte umfasst. Als Oracle dann das Interesse ein bisschen verloren hat an diesem ganzen OpenOffice-Projekt, hat Oracle der Apache Foundation eine Donation gemacht. Und die Apache Foundation hat unter der Apache License diesen Code weiter lizenziert, sowohl an die interessierten Nutzer als auch an die Document Foundation. Und die Document Foundation stellt diesen Code nun unter der Mozilla Public License zur Verfügung. Sie hat in der Anfangsphase gleichzeitig bei sehr vielen dieser früheren Contributors Lizenzstatements eingeholt, dass die bereit sind, ihren Code unter der LGPL Version 3 und unter der Mozilla Public License zu lizenzieren. Und wer heute jetzt dieses LibreOffice installiert, der
kann sich auf die LGPL oder auf die Mozilla Public License berufen und entsprechende Änderungen selber wieder unter diesen Lizenzen publizieren. Häufig wird Copyright und Copyleft als ein großer Gegensatz gesehen. Copyright, da ist alles verboten und Copyleft, da ist alles erlaubt. Aber Copyleft funktioniert eigentlich nur dank Copyright. Copyright sind die Urheberrechte, die das Urheberrechtsgesetz in der Schweiz oder in anderen Ländern den Urhebern gibt. Und das sind insbesondere die Rechte, die Software zu kopieren und zu ändern. Copyleft kommt über Open Source Lizenzen, weil Änderungsrechte und vor allem Rechte, den Source Code zu bekommen, die hat man als Programmerwerb nicht automatisch. Bei Open Source Lizenzen hat man aber diese Rechte. Nun ist der Gedanke vieler Open-Source-Lizenzen, vor allem der GNU, GPL, dass wenn man Code, den man frei bekommen hat, weiter bearbeitet, dass man das der Community zurückgeben soll. Und deshalb die Idee des Copyleft, dass auch alle Modifikationen nachher unter der gleichen Lizenz stehen sollen. Das funktioniert aber nur dank Copyright, weil wenn ich mich nicht an diese Open-Source-Lizenz halte, dann kann ich nur dank den Regeln des Urheberrechts dazu verpflichtet werden, mich dazu daran zu halten. Und GNU-Lizenzen sehen dann vor, dass bei Lizenzverletzungen die Lizenz erlöscht und damit auch das Gebrauchsrecht und jeder weitere Gebrauch eine Urheberrechtsverletzung ist. Der Copyleft-Effekt kann, grob gesagt, in drei Konstellationen eintreten. Ich modifiziere Open-Source-Software. Oder ich nehme einen Teil einer Open-Source-Software in mein eigenes Projekt, kopiere etwas. Oder aber ich verbinde meine Entwicklung mit einer Open-Source-Entwicklung in einer bestimmten Weise über statisches Verlinken. Jetzt ist aber der Copyleft-Effekt nur relevant, wenn ich die Software weiter verbreite. Wenn ich die entsprechend modifizierte Software bei mir auf dem Rechner behalte, dann gibt es noch keinen Copyleft-Effekt und auch nicht, wenn ich sie innerhalb meiner Organisation weitergebe, aber das nicht weitergeht an Dritte. Inzwischen ist auch geklärt, dass ein Outsourcing noch dem betreffenden Benutzer zugerechnet werden kann. War unter GPL Version 2 noch ziemlich unklar. Ja? Geklärt nach Schweizer Recht hier in entsprechende Entscheidungen? Nein, Entscheidungen gibt es nicht. Es gibt einfach ein paar Autoren, die das schreiben. Und ich nehme an, dass das die herrschende Lehre in der Schweiz ist. Wie es in Deutschland ist, weiß ich nicht. Nun gibt es Lizenzen mit einem starken Copyleft-Effekt, wie die GNU-Lizenzen. Es gibt Lizenzen mit einem abgeschwächten Copyleft-Effekt. Wir werden noch sehen, was das ist. Da gehört die Mozilla-License dazu. Und es gibt Lizenzen ohne Copyleft-Effekt, wo man entsprechende Software auch in proprietäre Projekte übernehmen kann. Da gehört eben die Apache License dazu. Du hast mal zusammengestellt, wie eigentlich die verschiedenen Lizenzen verbreitet sind. Ich habe die Frage gestellt, was ist da eigentlich noch relevant? Willst du etwas zu dieser Grafik noch sagen? Ja, also das ist auch wieder Black Duck, die diese rund über 1 Million Open-Source-Projekte kontinuierlich schauen, welche Lizenzen diese veröffentlicht sind. Und man stellt zwar fest, dass heutzutage etwas weniger unter GPL, also Lizenzen, stehen, aber wenn man schaut, also man sieht es jetzt hier grafisch recht gut, GNU GPL 2.0 und dann noch eigentlich diesen ganzen Kuchen
GPL 3.0. Also wenn man schaut, ist immer noch der weitaus größte Teil ist unter der GPL-Lizenz lizenziert. Gleich danach. Das hat mich sehr erstaunt, dass die 2.0-Lizenz noch viel verbreiteter ist als die 3.0. Man hat dann eben auch die MIT-License, die wichtig ist, und dann eben dann sieht man dann gleich auch die Apache-License, die relevant ist. Also relevant, die viel verwendet wird. So. Und wenn man es dann nochmal aus der Strenge die Zahlen da hat, was denke ich jetzt in unserem Fall mit MPL auch interessant ist, gibt es eher wenige Projekte. Natürlich sind es aber auch sehr wichtige Projekte, kann man sagen, mit dem Firefox, Thunderbird und so weiter. Da hat man sogenannte Blockbusters, wo eben auch durch LibreOffice die millionenfach eingesetzt werden. Wohingegen beispielsweise bei der GPL 2.0, das können auch sehr viele kleine Einmannprojekte sein, die vielleicht gar nicht groß eingesetzt werden. Also das ist auch zu relativieren. Man kann hier lediglich sehen, mit welchen Lizenzen lohnt es sich wirklich vertieft, sich auseinanderzusetzen. Ja. Ich würde sagen, dass dabei jetzt, glaube ich, nicht die MPL 2.0 drauf, ne? Das ist also auch mal aus einer Zeit von Backup generiert, diese Zahlen, die vor der Veröffentlichung der 2.0 genau, existieren. MPL 1.1. Natürlich auch die Relevanz der MPL jetzt etwas geringer erscheint, als sie zum Beispiel durch das LibreOffice-Projekt geworden ist. Okay. Gut, also in diesem Zusammenhang denke ich, ist halt wichtig zu sehen, LibreOffice ist nur eines dieser Millionen von Projekten. Und das ist, es kann noch so wichtig sein, es zählt einfach nur einmal, oder? Und die Zahlen sind aktuell, also das, da gibt es keine aktuellen Zahlen. Dann hat BlackRock die falsche Datenbasis. Weil MPL 2.0 existiert nun mal. Ja, ja, also man sieht einfach die Verteilung, oder? Ich denke. Das sind einfach die Top 20, es gibt noch viel mehr. Die haben etwa 7000 Lizenzen in ihrem Archiv und es ist einfach rein numerisch nicht mehr verbreitet. Und das kann sehr wohl sein. Nun ist nicht nur Software urheberrechtlich schützbar, wenn sie eine gewisse Individualität erreicht, sondern auch längere Lizenztexte. Und deshalb kann diejenige Institution, die diese Lizenzen aufgestellt hat, auch das Abändern der Lizenztexte verbieten. Das ist bei den meisten Lizenzen, aber nicht bei allen Open-Source-Lizenzen so. Hingegen kann immer parallel dazu zwischen einzelnen Vertragspartnern zum Beispiel ein Werkvertrag abgeschlossen werden, wie jetzt eine Zusatzentwicklung zu realisieren und zu finanzieren ist. Und da kann es zusätzliche auch urheberrechtlich relevante Bestimmungen haben. Jetzt, wenn ein Entwickler nicht unter der gleichen Open-Source-Lizenz seine eigenen Entwicklungen freigeben möchte, da gibt es so verschiedene Vermeidungsstrategien, wie man das tun kann. Man kann mal versuchen, parallele, umfassendere Lizenzen zu bekommen bei allen, die diesen ursprünglichen Code entwickelt haben. Das war eigentlich auch der Ansatz der Apache Foundation oder von Sun und Oracle, dass sie sich ihrerseits eine parallele, sehr viel weitergehende Lizenz bei den Urhebern einräumen ließen. Das ist sehr schwierig, wenn es ganz viele Commits gibt. Die Document Foundation hat das ja gemacht beim Rebasing und ich stelle mir vor, dass das ein ziemlicher Aufwand war, alle diese License Statements zu sammeln. Was auch ab und zu gemacht wird, ist, dass man anstatt Änderungen selbst durchzuführen und selbst zum Beispiel ein statisches Linking durchzuführen, Software ausliefert und den Endbenutzern, wenn die versiert sind, eine Anleitung liefert, wie sie selbst nun diese Software modifizieren können. Und wenn sie sie nicht weitergeben, dann sind sie ja nicht verpflichtet, die gleiche Lizenz entsprechend Copyleft anzuwenden. Wir haben auch versucht, das Apache-Lizenzmodell ein bisschen zu verstehen. Da gibt es ähnlich wie eben im vorherigen Bild das Sun oder das Oracle Contributor Agreement auch ein entsprechendes Apache Individual Contributor Agreement.
Gegenüber den Endnutzern gilt aber die Apache License. Die Apache License wird von der OSI als Open Source Lizenz anerkannt. Wie gesagt, kein Copyleft-Effekt. Sie ist sehr liberal, die Software darf frei verändert, modifiziert, weitergegeben werden, aber sie ist sehr genau, was die Urheberrechtshinweise anbelangt. Wenn es da eine Notice-Datei gibt, wo genau beschrieben ist, wer welche Codeteile entwickelt hat, dann muss man sehr sorgfältig mit dieser Notice-Datei umgehen und die entsprechend nachpflegen. Neben der urheberrechtlichen Seite gibt es auch eine markenrechtliche Seite. Und wenn jemand jetzt einen neuen Fork machen möchte und den auch unter dem Namen OpenOffice wieder in Verkehr bringen möchte, dann wäre wahrscheinlich eine Zustimmung von Oracle erforderlich. Wir haben noch vorgestern geschaut, im schweizerischen Markenregister ist Apache auf die Apache Foundation und OpenOffice immer noch auf Oracle America Incorporated eingetragen. Vielleicht ist das in Deutschland anders. Nun gibt es ja bereits unter der Apache License so eine Parallellizenzierung Apache und LGPL, um die Kompatibilität mit der GNU-Welt herzustellen. Die Kompatibilität funktioniert so, dass wenn man wirklich GPL-Code verwendet in einem eigenen Projekt unter der Apache License, dass dann alles wieder unter der GPL publiziert werden muss, wenn man es weitergibt. Das LibreOffice-Lizenzmodell sieht etwas einfacher aus. Da gibt es zwar historisch diese Verbindung über die Apache License zur Document Foundation, aber die Contributors, die müssen nur die LGPL und die Mozilla Public License akzeptieren und gegenüber den Nutzern anwenden. Auch die Mozilla Public License ist von der OSI anerkannt. Wie gesagt, enthält sie einen abgeschwächten Copyleft-Effekt. Das bedeutet, solange die Änderungen in einer separaten Datei festgehalten werden, werden sie nicht vom entsprechenden Copyleft-Effekt erfasst und können auch unter einer anderen Lizenz publiziert werden. Zwischen der LGPL oder der GPL und der Mozilla Public License gibt es sehr viele Detailunterschiede, auf die wir jetzt am Betracht der fortgeschrittenen Zeit nicht eingehen können. Wichtig ist, dass auch hier, wenn man Code unter GPL, LGPL verwendet in einem Mozilla-Projekt, dass man das Ganze dann wieder unter der GPL, LGPL weiter publizieren und lizenzieren muss. Ich denke, dass Sie diese Links alle bereits kennen. Wenn Sie jetzt gerade Fragen haben, stehen wir noch einen Moment zur Verfügung. Wenn Sie später noch Fragen haben oder keine Gelegenheit haben, diese jetzt zu stellen, sind hier noch unsere Koordinaten. Vielen Dank. Merci. Genau.